Hallo, da bin ich wieder. Immer noch in Mittenwald. Heute ist bloß ein bisschen was anders, denn ich spreche jetzt erst nach der Tour zu euch. Ja, dass das so schön wird wie jetzt, das hat nicht mal die Wetter-App vorhergesagt. Ja, es hat ja auch die ganze Nacht geregnet, fast 24 Stunden durch bis 1 Uhr nachmittags. Und als der Regen aufhörte, bin ich sofort gestartet, wollte aber eigentlich nicht so weit fahren, weil eigentlich war ja kein gutes Wetter angesagt. Und Film brachte eigentlich auch nichts, wenn man die Berge nicht sieht. Naja, dachte ich, dann mache ich nur eine kleine schöne Tour. Aber nur so 20, 30 Kilometer habe ich eigentlich gedacht. Aber als ich dann in Richtung Seefeld fuhr, wurde das immer besser. Ja, was soll ich sagen, dadurch habe ich immer eine längere Tour daraus gemacht. Und eine sehr schöne Tour ist es echt geworden. Ich habe aber nicht viel gefilmt, sondern eher mehr alles mit dem Handy gemacht, so ein Foto, vielleicht noch kleine Videosequenzen. Zum Schluss mache ich ja auch noch mal was mit der GoPro. Die hatte ich ja trotzdem mit. Aber dass das so eine schöne Tour wurde, war echt nicht geplant. Also, ich hoffe, ich habe da auch ordentlich was draus gemacht aus den Schnipseln. Also wünsche ich erstmal viel Spaß dabei bei diesem Video.
Na, ich hoffe, es hat gefallen. War ja doch noch echt ein toller Tag, eine tolle Tour. Sind wir hier, ja, müssten ungefähr 56 Kilometer noch geworden sein. Ordentlich bergauf, fast 1000 Höhenmeter. Ganz klasse. Dafür, dass man damit nicht gerechnet hat, dass das so toll wird. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin, moin. Oder wie man hier sagt, Servus.